und herzlich willkommen zu God of War. Ich habe schon ein paar Tage nicht mehr gespielt und keine Ahnung mehr, was wir jetzt in der letzten Folge eigentlich gemacht haben. Aber wir folgen einfach mal der Markierung. Jetzt müssen wir nur rausfinden, zu welcher Tür dieser Schlüssel gehört. Muss ja irgendwo im Tempel sein. Genau. Muss irgendwo... Wir laufen einfach mal der Markierung hinterher, da finden wir schon was. Heißt das, wir müssen hier runter? Das geht so... Guten Tag, du stehst nicht auf, oder? Hm, jetzt geht's... Jetzt wird's... Hä? Sollen wir jetzt hier runter oder nicht? Ach so, wir müssen hier... Ah. Okay. Wohin möchtest du mich führen, mein Glück? Wobei, von Glück können wir eigentlich nicht reden, weil wir ja ständig irgendwelchen Göttern über den Weg laufen oder sonstigen Monstern. Ah, hier müssen wir hin. Okay. Tirs Rune, das ist es. Wir sind drin, aber was ist das hier? Ich weiß es genauso wenig wie du. Okay. Jetzt weiß ich zumindest wieder, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Okay, da sollten wir lieber nicht runterfallen. Weil, wir versuchen es mal damit. Ah. Weil wir haben nämlich den Schlüssel anfertigen lassen nach dieser Vorlage, die wir bekommen hatten. Der Baum. Wir sind unterhalb der Weltenreisekammer. Aber wieso ist der Boden an der Decke? Wieso ist der Boden an der Decke? Wieso sind meine Füße in meinem Gesicht? Ich weiß es nicht. Da macht man einmal einen dummen Spruch und schon versteht man nicht mehr, was dieser dämliche Kopf gesagt hat. Okay. Sieht aber irgendwie seltsam aus hier. Was ist mein Kleiner? Da oben. Tyr hat die schwarze Rune mit der gleichen Magie geschützt. Vielleicht ist da drin ein Hinweis. Ha, direkt neben der Jötunheim-Tür. Interessant. Kommen wir da ran? Nicht von hier aus. Von wo aus denn? Oh, was liegt dahinter? Wenn sich irgendwo Türen öffnen, das sage ich euch gleich schon mal, weil ich sehr viele Horrorfilme gucke, ist das nie ein gutes Zeichen. Sollen wir jetzt hier hochspringen oder sollen wir jetzt eine dieser kleinen Türen nehmen? Ich bin mir nicht sicher. Hallo? Guten Tag. Sieh an, ein Heiligtum in einem anderen. Diese Wandteppiche, offenbar Kunst der Riesen. Tyr muss ihnen einen großen Dienst erwiesen haben. Kannst du da irgendwie... Nö. Hm. Ich würde mir ja gerne so ein paar von den Pilzen hier stibitzen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die so gut sind für mein Gemüt. Hallo, guten Tag. Okay, der bewegt sich anscheinend nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Ich weiß ja nicht, ob er noch... Oh. Gehe ich jetzt links rum oder gehe ich jetzt rechts rum? Da ist, glaube ich, nichts. Naja, wir müssen hier rein. Dann gehen wir auch mal hier rein. Wow, wer sind die? Ist das aus Gold oder so? Das sieht schon krass aus. Kann ich hier nicht klicken? Hallo? Ich muss hier erst was aktivieren, nehme ich mal an. Junge, ist das die Rune für Jötunheim? Genau, und sieh nur. Die andere Seite der Tür. Der kopfstehenden Tür. Was denkst du? Geh zurück. Alles klar. Alles klar. Und was denken wir jetzt? Was sollst du denn jetzt machen? Hallo? Achso, B. Ah. Was bewegt sich? Alles. Ich bin ein Gott. Ich kann das. Und jetzt? Außergewöhnlich. Der ganze Raum ist auf einer Art Achse erbaut. Auf beiden Seiten sind Ketten. Ohne die... Können wir den Tempel kippen? Alles klar. Wir machen bitte was?
Der Kleine einfach. Alles klar. Oh, ich wusste, das ist scheiße. Ich wusste, das ist scheiße. Oh, fuck. Sehr gut. Sie greifen nicht an. Junge, auf den Statuen. Ich sehe sie. Da steht Leere. Sonderbar. Na los, lies. Vor dem ersten, nach dem letzten. Zwischendrin kein Schattenfetzen. Oidu. Ist, was immer es ist, nur durch Kippen des Tempels zu erreichen. Du sagtest, es gibt einen Weg. Man kann den Tempel kippen. Deshalb bleib bei mir. Kippen wir den Tempel. Die Logik ist bestechend. Ja, wir kippen einfach den Tempel. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir einen Raum umdrehen, der in 8 anderen Welten verwurzelt ist. Ich bin neugierig, klar. Aber ob uns das wirklich nach Jettenheim bringt? Ich mag Sprünge. Tja, wer weiß. Vielleicht bist du genauso verrückt wie Tier. Oder wie dein Vater. Ich meine, was der ja alles schon durchgemacht hat, ne? Und oh Gott, konnte ich kein anderes Spiel spielen. Wo sind wir denn? Rechts, links können wir was machen. Und wo läufst du jetzt hin, mein Kleiner? Oh, oh. Das kommt eindeutig aus der Tür. Ich würde sagen, wir nehmen die andere. Eine Armee aus Statuen. Die erwachen bestimmt nicht zum Leben, falls euch das Sorgen macht. Tier meinte oft, er träume von einer Welt des Friedens, in der nur Soldaten Statuen nötig sind. Netter Bursche, aber er hat sich selbst ziemlich ernst genommen, oder? Da, wo sich die Ketten treffen, suchen wir einen Weg dahin. Ja. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir suchen den Weg auf der anderen Seite, da wo es gerade nicht so laut ist. Oh. Wieder diese Todesfallen. Können wir doch nochmal umkehren? Ja, ich schätze, dass wir da sogar. Ach so, Moment, da können wir. Was können wir denn? Wir können. Sag mal, der Kleine könnte sich doch auch eine Weile tragen. Damit du das hier verpasst. Oh nein. Dir macht das Spaß, oder? So, der ist oben. Die Frage ist jetzt nur, bringt uns das was? Ach, das geht nach hier vorne. Das schaffen wir aber nicht, da durchzulaufen. Ach so, den können wir... Ah! Aber, nee, den können wir nicht, weil... Moment. Ja, das ist doch scheiße. Wenn ich die Axt rausnehme, dann ist, geht das ja weiter. Können wir das so machen, dass wir das direkt... Aber dahinter, das ist ja auch... Das geht auch nicht. Oh Gott. Vielleicht muss ich das einfach nur, dass das dann verschieden ist. So. Dass man die unterschiedlich anhalten kann. So. Weiß aber nicht genau. Und dann, wenn das oben ist, dann wäre es, glaube ich, am besten, ne? Gucken. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache, aber... Ja, genau. Och, da ist wieder die Sache. Ich hasse es, ehrlich. Jetzt. So, die Frage ist jetzt... Jetzt kommen wir immer noch nicht durch, oder? Ich meine, dazwischen ist was frei, aber... Bin mir nicht sicher. Nee, da hinten. Nee, nee, da ist nichts frei. Aber so schnell kommen wir auch nicht dahin. Oh Gott. Können wir nicht doch erstmal die Tür nehmen, wo wir uns mit jemandem anlegen müssen? Das wird jetzt ein Fehler sein, ich weiß. Oh, wir müssen uns mit niemandem anlegen. Abwechslung ist sehr wichtig. Ja. Abwechslung ist sehr wichtig. Moment, hier das Ding können wir hoch machen. Da können wir nichts hoch machen. Okay. Oh.
Oh, 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 nein. Scheiße. Okay. Ich hätte vielleicht vorher gucken sollen. Ich dachte, da gibt's eine Ecke, wo ich reinlaufen kann, aber dem war irgendwie nicht so. Der Kleine kann sich irgendwo durchzwängen oder so, hat er doch gesagt. Ach, Moment, hier. Hier, Kleiner. Geh mal da durch. Hallo, du bist klein genug dafür. Ich nicht. Oh Gott, ist das ein Idiot. Also das muss ich festmachen. Davon gehe ich aus. Was ist mit dem? Oder Moment, ich muss das zweite festmachen, oder? Ah, Moment. Aber da komme ich nicht ran. Nein! Hat das geholfen? Ja? Oh ja, ich glaube ja. Und der geht hoch. Also ich kann in der Mitte auf jeden Fall stehen bleiben. Hoffe ich. Ja, sieht so aus. Sieht aber auch irgendwie mies aus, wenn ich da durchlaufe. Okay, Kleiner, komm, lassen wir uns da quetschen. So. Ist das hier irgendwie so ein satanistisches Ritual oder sowas? Hallo? Aber das ist nur ein Dreieck. Ah, eine Truhe. Eine Truhe. Und hier können wir auch noch was kaputt machen. Hallöchen. Atreus, komm her. Meisterhaft gefertigte Offensivrüstung begünstigt die Runenkraft. Yeah. Okay. Wieso soll der denn herkommen? Nur wegen der Rüstung oder was? Er möchte direkt weiterziehen. Ich möchte mich aber mal eben umschauen. Was ist das denn hier? Können wir das kaputt machen? Nee, leider nicht. Schade. Das nehmen wir mit, ne? Genau, das nehmen wir mit. Wofür brauchen wir das denn? Ist das der... Das ist nicht der Rückweg, ne? Nee, da hinten sind wir reingekommen. Wofür brauchen Diesen wir das Teil Boot? Hatte ich echt. Ich weiß. Kann ich da... Kann ich da unten vielleicht drauf zielen? Mal gucken. Okay. Das heißt, wir können uns theoretisch da drauf stellen, ohne dass wir zerquetscht werden, oder? Hoffe ich. So. das ist... Moment, das ist jetzt okay. Da wird man dann aber doch zerquetscht. Oh Gott. Da muss ich jetzt durchlaufen, oder? Sehe ich das falsch? Lauf, lauf, lauf. Oh. Die Kette, wir sind da. Es ist Zeit für deinen Einsatz. Genau, Kleiner. Nee, stopp, komm noch nicht. Ich muss mal eben hier noch was rausholen. Was war das? Hey, ein Sprachschiff. Wir sollten weitersuchen. Ja, ich weiß. Ach so, das Ding habe ich jetzt gehört. Ich wollte gerade sagen, dann kommen deine rein. Lass sie in Frieden. Die meinen offensichtlich nicht uns. Na, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht meinen die ja uns. Lass die Ketten in Frieden oder so. Mach da nichts kaputt, Junge. Sonst bin ich sauer auf dich. Dann komme ich zurück und dann hau ich dich. Mach dich bereit, Junge.
Wow, 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 ist das dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? Und das kann ich auch! So! Und so! Und so! Oh, wo kann der das irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Ist ja so ein Feuertyp, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ey, hallo, ich bin zweimal ausgewichen, was soll das? Doch, du bist so weit, du musst so weit sein. Los. Oh. Hallo, geht es noch? Ich weiche ja schon aus. Und dann haue ich ihm in die Fresse. Und dann ist er kaputt. Oh, ich höre was. Was da hinten? Wo? Oh? Lasst mich doch mal eben hier das Zeug einsammeln, Leute. Jungs, so nicht. Oh, Moment, da ist noch einer. Ach, die kommen hier nicht durch? Ich bleib jetzt hier. Oh. Komm mal mit, Kleiner. Vielleicht können wir da mal... Schieß! Oh, falsche Richtung. Schieß! Schieß! Nein, du musst nur besser zielen. Du brauchst keine Zeit. Und dich besser hinstellen, Trottel. Wo ist der andere? Der haut die ganze Zeit gegen die Wand. Das ist praktisch. Gut. Was anderes bleibt uns gerade nicht übrig. Oh. Das war nicht so gut. Aber ich glaube, er ist tot. Wenn ich es richtig sehe. Ist hier noch irgendwas? Hier können wir nichts mehr machen, oder? Ich würde mich nämlich schon gerne mal ein bisschen umschauen, nachdem ich hier was gemacht habe. Ah, genau, da war noch was. Das war noch von dem anderen. Schön. Hacksilber. Und das nicht zu knapp. So, wie war das jetzt hier? Nein, was machst du? Hallo? Stößt der mich hier rein? Willst du mich veräppeln? Das war das, wo ich in der Mitte, glaube ich, das Ding treffen musste, oder? Das da meine ich. Ja, ich denke, das war's. Lololo. Ach so. Ja, das waren zwei. Ach so. Na gut. Von mir aus. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken? Was kommt jetzt? Oh oh. Guten Tag. Ah, ja, weich bloß nicht aus. Oh, komm nicht, krieg ich noch. Krieg ich noch. Oh, dann mach ich dann auch so. Ja.
kann das auch. Komm. Ah, warte mal, ich kümmere mich erstmal um deine Kumpels. Dauert hier nicht so lang. Ja, ja. Och, du kannst. Wölfe und Götter arbeiten super zusammen. Wo kommt der denn her? Hallo! Nein, das ist nicht der Letzte. Der steht hinter mir. Ja, nicht ausweichen. Alles okay. Schmeiß ihn in den Strahl. Ist das jetzt der Letzte? Komm, die andere Kette wartet. Leute, was macht ihr mit mir? Und ich sitze hier gerade so schön bequem in meinem Sessel. Ich saß so schön bequem, besser gesagt. Haben wir hier noch irgendwas zum Einsammeln? Ich glaube doch da. Eieieiei, wenn die andere Kette jetzt auch so lange dauert, dann kann ich das ja schon fast unterteilen. In rechte Kette, linke Kette. Und habe jeweils fast 25 Minuten. Moment, jetzt habe ich die Orientierung verloren, oder? Hier müssen wir doch rum, ne? Ne, da haben wir das Ding oben. Jetzt bin ich verwirrt. Achso, das ist aufgeladen. Ich habe jetzt echt die Orientierung verloren. Moment, ich bin doch durch diese Dinger hier eben durchgekommen, die ich festgemacht habe. Dann muss ich doch eigentlich da durch. Aber... Nee, nee, das sind die zwei... Nee, nee. Als ich reingekommen bin... Geh mal aus dem Weg, Junge. Ich bin alt. Mein Gehirn ist nicht mehr so, wie es sein sollte. Wie komme ich jetzt hier... Den kann ich hoch machen. Das ist nur einer, den ich hoch machen kann, oder? Wenn ich das hier richtig sehe. Lauf! Jetzt bin ich am Eingang. Ach so, ja klar, ich muss ja auf die andere Seite. Ha! Was ist hier eigentlich drin? Sieh mal hier, noch eins. Da steht, er heißt Beryelmir. Mutter hat gesagt, er war ein König der Riesen. Ja, das war er. Und noch einiges mehr. Er hatte wohl ziemlich viele Kinder. So etwas nennt man bei uns eine Untertreibung. Er ist tot, aber niemand hat ihn umgebracht. Sterben Riesen an Altersschwäche? Manchmal. Ist aber selten unter den Legenden. Ja, das kenne ich privat. Von wegen, das war eine Untertreibung. Okay, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass diese Episode wahrscheinlich irgendwas um die 40 Minuten oder länger dauert. Ui. Ach, stimmt, das war das. Das wollte ich mir eigentlich in Ruhe angucken. Ja, dann würde ich eigentlich fast sagen, weil das könnte nämlich wirklich was länger dauern, weil ich befürchte, dass ich das nicht so schnell hier hinkriege. Würde ich dann ehrlich gesagt sagen, dass wir hier erstmal die Episode beenden. Dann haben wir auch schön unser Zeitpensum eingehalten und dass wir es tatsächlich machen, dass wir dann die zweite Kette in der nächsten Folge durchnehmen werden. Hörte sich jetzt irgendwie seltsam an. Dran nehmen werden, keine Ahnung, wie ich das sagen soll.
Weil das muss ich mir jetzt wirklich mal in Ruhe angucken und vielleicht mal ausprobieren, wie das funktionieren könnte. Bevor ich jetzt hier, ja, weitermachen kann. Und bevor ich euch jetzt wirklich eine Stunde antue in einer Folge, würde ich sagen, ein kleiner Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.